Ein herzliches Willkommen von der Gesellschafterversammlung unserer Enjoy Magic GmbH. In diesem Video möchte ich erstmalig mit euch darüber sprechen, wie wir im Hintergrund alles strukturiert haben, rund um unsere Künstler und das ganze Management. Die erste Frage, die uns ganz häufig gestellt worden ist, war: Warum habt ihr eine GmbH gegründet und macht das überhaupt Sinn? Es hat tatsächlich mehrere Gründe, weshalb wir uns für eine GmbH entschieden haben. Einer ist natürlich die beschränkte Haftung, was Sicherheit mit sich bringt. Ein anderer ist natürlich steuerliche Vorteile, die sich vor allem langfristig sehr gut auszahlen können. Und das Ganze ab Anfang an zu machen, hat einfach den Vorteil, dass wir später nichts umwandeln oder umstrukturieren müssen. Was man allerdings wissen muss, ist, dass eine GmbH einiges an Strukturkosten mit sich bringt und vor allem sehr viel Verwaltungsaufwand. Das ist oft ein Punkt, weshalb sich viele am Anfang dagegen entscheiden. In unserem Fall, in unserem persönlichen Fall, ist das allerdings ein bisschen anders. Denn ich selbst habe Steuerrecht studiert und kann mich somit um ganz viele Themen wie mit dem Finanzamt sprechen und so selbst kümmern. Und Daniela ist gelernte Bürokauffrau und kann das Thema Buchhaltung komplett übernehmen. Somit sparen wir uns unheimlich viel Strukturkosten und konnten diese Unternehmensform direkt ab Anfang an umsetzen. Langfristig war für uns immer schon klar, dass wir irgendwann mal das Ganze in einer GmbH machen wollten und deshalb haben wir gesagt, lass uns das gleich ab Beginn an machen. Nun zur Struktur der Firma. Es ist so, dass die GmbH quasi eine reine Managementfirma ist und alle drei Künstler, also Bene, Joe und ich selbst, noch selbstständig sind. Wir beauftragen als selbstständige Künstler quasi die GmbH mit unserem Marketing und geben bei jedem Auftritt, den wir machen, der für uns organisiert wird, einen gewissen Prozentsatz an die Firma ab. Das hat den Vorteil, dass wir somit gemeinsam gewinnen und gemeinsam verlieren. Das heißt, wenn die GmbH viele Auftritte organisiert und viel zustande kommt, verdient die Firma viel und die Künstler viel. Und wenn nicht so viel zustande kommt, dann haben auch beide nicht so viel. Das finden wir die fairste Methode. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sind natürlich vor allem die Kostenbündelungen. Denn wir können Kosten für Requisiten, Kosten für Organisation von Auftritten, Fahrtkosten, Autokosten, alles, was mit einherkommt, mit den Zauberauftritten, in einer Firma zusammenfassen. Auch Website und andere Tools, die wir brauchen, teilen sich quasi immer durch drei. Dazu kommt natürlich auch der Vorteil, dass wir ein Team sind, sei es künstlerisch, das heißt, wir können uns gemeinsam austauschen, uns Effekte, Routinen zeigen und so intensiv zusammenarbeiten und auch hier die Organisation dieser Meetings die Firma übernehmen lassen, als auch der Vorteil, dass wir ein Team im Hintergrund haben. Angeführt von Daniela kümmern sich ein paar Leute darum, dass eben Auftritte zustande kommen, dass Marketing gemacht wird, dass die Website gepflegt wird und all diese Themen werden möglichst fern von den Künstlern gehalten, sodass sich die maximal auf die Kunst und das Vorankommen in Zaubereffekten konzentrieren können. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt und zwar unserem Team. Vor allem Daniela ist hier besonders wertvoll, weil sie selber keine Zauberkünstlerin ist und somit in jeder Saison erreichbar ist. Sie hat nicht eine Weihnachtssaison wie wir, wo es wirklich von Auftritt zu Auftritt geht und man gewisse Sachen schiebt, sondern sie ist immer für unsere Kunden erreichbar und sie kann auch immer drauf schauen, dass bei der Organisation der Auftritte alles gut läuft. Daneben arbeitet natürlich auch noch Joe bei uns mit dem Team, aber er hat seinen Fokus vor allem auf den künstlerischen Themen und alles, was in die Zaubererrichtung geht. Dann haben wir natürlich noch den kompletten Sektor Social Media, Content Creation, Mediengestaltung, eigentlich alles, was mit Bild und Ton zu tun hat. Und hier haben wir zum Glück Bene, der sich um diesen kompletten Bereich kümmert und alles erledigt, was wir dort brauchen. Das betrifft zum Beispiel auch dieses Video hier. Er ist natürlich auch selber Künstler, was einen super Vorteil hat, da es, wenn es darum geht, ein magisches Video aufzunehmen, er genau weiß, worauf man achten muss, wenn man Zauberei filmt. Neben diesem Team haben wir noch eine weitere Person, die sich zum Beispiel um Recherchearbeit und weitere Themen, die so anfallen, kümmert. Und einen Praktikanten haben wir auch noch im Team. Ja, und daneben gibt es natürlich auch noch einige Freelancer, die wir immer dazu holen, wenn ein Projekt ansteht, wo wir gerade den einen oder anderen brauchen, wie eine neue Website oder andere Großprojekte. Dieses Team arbeitet an verschiedensten Standorten der Firma. Unser offizieller Firmensitz ist im Allgäu, dort haben wir aktuell jedoch nur einen Meetingraum und zwei Homeoffice-Büros, weil sich alles andere dort noch im Bau befindet. Das nutzen wir aktuell für Jahreshauptversammlung und andere ausgewählte Termine. Unser Head Office ist aktuell immer noch hier in Penzberg, was mehrere Vorteile hat. Einerseits haben wir drei Etagen, auf denen wir quasi arbeiten können in verschiedenen Büros und wir haben den Vorteil, dass Bene hier in Penzberg wohnt und auch alle anderen Teammitglieder nach Penzberg eine relativ gute Anreise haben. Die Hauptarbeitszeit vom ganzen Team findet jedoch aktuell remote statt. Das heißt, jeder kann dort arbeiten, wo er sich gerade befindet. Jeder im Team hat einen Laptop und ein Handy, mit dem er von überall aus einwählen kann. Und wir haben eine eigene Firmensoftware, die so strukturiert ist, dass wir jederzeit und überall uns zusammenschalten können und gemeinsam an Projekten arbeiten können. Wenn euch diese ganze Strategie dahinter noch mehr interessiert, dann haben wir auch noch ein Video aufgenommen über unsere Ziele für das Jahr 2024. Das werden wir euch hier nochmal verlinken. Ansonsten freuen wir euch weiterhin Einblicke in unsere Zauberei und vielleicht hin und wieder auch mal so einen Business-Einblick wie diesen hier zu geben. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und ansonsten freuen wir uns, euch im nächsten Video wiederzusehen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!